Es ist wieder soweit, ich mache für euch ein Shop-Review und ich habe mir dieses Mal was ganz Besonderes ausgesucht. Und zwar, wir werden diesmal in die Beauty-Branche einsteigen. Ich habe mir einen Online-Shop rausgesucht, wahrscheinlich kennst du den, ist einer der größeren im Beauty-Bereich und ich würde sagen, let's go! So, die Brand, die ich mir heute ausgesucht habe, ist Hello Buddy. Vielleicht kennst du Hello Buddy. Hello Buddy ist eine große Influencer-Marke. Ich habe mal hier ein bisschen gegoogelt. Hello Buddy hat in 2020 über 100 Millionen Euro Umsatz erzielt. Mittlerweile nicht mehr ganz so groß, weil die haben das ganze Ding verkauft an Henkel. Und ich weiß nicht, ob es Henkel gegen die Wand gefahren hat oder anderes. Auf jeden Fall ist der Umsatz, wenn wir hier mal kurz in Google Trends nachschauen, bei Hello Buddy in den letzten 5 Jahren signifikant am Abbauen. Und ich möchte jetzt mal mit dir gemeinsam diesen Online-Shop analysieren. Warum das so ist, liegt natürlich nicht immer nur am Marketing, sondern auch am Online-Shop. Und da gehen wir jetzt rein. Ich bin hier auf einem der Bestseller-Produkte, Kokos Fresh milder Gesichtsreinigungsschaum. Und was mir direkt ins Auge springt, ist die Fotografie des Produktes. Ist ganz cool. Hier gibt es ein GIF mit einer kleinen Animation. Hier sieht man die Substanz, ja, wie das Ganze aussieht. Hier wird nochmal darauf eingegangen, dass es Kokos ist. Und hier sieht man ein How-To-Video. 9 Sekunden, wie man sich das Ganze ins Gesicht schmiert. Cool. Okay. Auf der rechten Seite sehe ich 5 schwarze Sterne. Das deckt sich mit hier unten. Hier unten sind wir auf einmal pink. Ich empfehle hier immer allen, das kannst du direkt mitnehmen, macht gelbe Sterne, weil wir sind alle so indoktriniert von Amazon, wir wissen einfach, gelbe Sterne bedeuten Bewertungen. Dann normale bis trockene Haut, die Schaumwolke, die deine Haut braucht, entfernt sanft überschüssigen Talg. Also hier sind verschiedene Benefits und Features. Inhalt vegan, Preis, vorrätig in den Warenkorb und dann gibt es hier PayPal und Klarna. Es gibt ein bisschen was zur Anwendung. Es gibt ein bisschen was für Probiere es, weil dieser cremige Reinigungsschaum reinigt dein Gesicht super gründlich und das ganz sanft. Okay, krasser Verkaufstext. Inhaltsstoffe, das ist ein Pflichtding. Und dann kommt der Social Proof. So, Traum von Schaum. Mega, benutze es seit 4 Jahren und so weiter. So, jetzt kommt hier ein bisschen was Experten-Tipps und Tricks. Verwende unsere Reinigungsschaum morgens und abends für doppelt so schöne Haut. Less is more skin, weniger ist mehr. Und das könnte dir auch gefallen. Hier gibt es eine Newsletter-Anmeldung und ein Footer. Das ist, sorry für meine Wortwahl, eine super schlechte Produktseite. Warum kann ich das sagen? Ich verkaufe für unsere Kunden sehr, sehr viel Skincare-Produkte und ich weiß einfach, dass das eine nicht optimal aufgebaute Produktseite ist im Beauty-Bereich. Ich habe mich natürlich nicht lumpen lassen und möchte dir mal ein Beispiel zeigen für eine richtig starke Produktseite, wo sich die Conversion Rate direkt verdreifacht hat, als wir quasi die neue Produktseite gelauncht haben. Und wir vergleichen das jetzt mit Hello Buddy. Also, es handelt sich hierbei um die Marke Gloria Skincare und ich mache jetzt genau das Gleiche und sage, warum diese Produktseite so viel besser ist als die von Hello Buddy. Also, wir fangen an bei den Produktbildern. Man sieht hier nicht einfach nur das Produktbild, sondern wir verkaufen innerhalb den Bildern. Was meine ich jetzt damit? Ein Punkt ist, die Zielgruppe fragt sich natürlich, für welche Hautfarbe, für welche Art von Haut ist dieses Produkt geeignet, beantworten wir direkt im zweiten Produkt. Bild, nicht nur hier, sondern auch auf der rechten Seite. Du siehst, es gibt hier Farbwähler, wo hier unten steht Light für helle bis mittelhelle Haut, für mittlere bis zart gebräunte Haut und es gibt sogar hier ein Finde deine Farbe, hier einfach nochmal das gleiche Bild. Das heißt, dieser Einwand mit, ja, ich weiß ja gar nicht, welche Farbe ich brauche, wird perfekt ausgehebelt. Dann wird hier weiterverkauft und zwar, wir arbeiten mit einem Vorher-Nachher. Vorher zeigen wir die Probleme der Zielgruppe, ja, hier zum Beispiel Pickel und Akne und dann direkt auch den den Vorher-Nachher-Effekt, das ist, was natürlich direkt demonstriert, okay, das Produkt macht, was es soll. Ja, es geht hier noch weiter, Vorher-Nachher, ganz viele Beispiele. Dann, wie wird das ganze Produkt verwendet? Schritt 1, 2, 3, 4. Was wir auch machen ist, wir vergleichen das Produkt mit einer anderen Methode, in dem Beispiel mit Make-up, man kann es auch mit anderen Marken vergleichen. Und dann haben wir hier nochmal die einzelnen Farbbilder für diese Varianten. Das heißt, in den Bildern wird schon mal so viel mehr verkauft als einfach nur
Pläne, Produktbilder und ein How-To-Video. Das How-To-Video ist gar nicht so schlecht, ja. Dann auf der rechten Seite. Wir haben oben Social Proof. Ich verwende nur noch diese Creme Null Make-up mehr und mein Tor strahlt Katharina. Boom. Dann gibt's ein kleines Incentive. Gratis Beauty Sponge automatisch zu allen Bestellungen ab 20 Euro geschenkt. 0 Euro. Perfekt. Das sorgt dafür, dass mehr Leute jetzt kaufen wollen, denn die machen ja einen guten Schnabber. Ganz kurze Unterbrechung. Wenn dir nur eine Sache hier aus dieser Episode taugt und du siehst einen Mehrwert da drin, lass unbedingt ein Abo da, aktiviere die Glocke und verpasse keines dieser wertvollen Videos mehr. Ich mache jede Woche ein neues Video, deswegen lass jetzt ein Abo da und jetzt geht's weiter. Produktname, 5 gelbe Sterne, Bewertungen und dann direkt auch die Value Proposition. Was ist der ultimative Benefit, wenn ich dieses Produkt kaufe? Und zwar in unter 5 Minuten zu glowy Skin, ganz ohne Make-up. Ist der Main Benefit das ist, was die Zielgruppe haben will. Kleiner Insight, hier muss man natürlich die Zielgruppe in- und auswendig kennen. Dann hier vier große Vorteile. Pflegender Make-up-Ersatz für deine Haut, deckt zuverlässig und bringt deine Haut zum Strahlen, bekämpft Unreinheiten, Pickel und Mitesser, für jeden Hauttyp geeignet. Das heißt, ich weiß sofort, innerhalb von dieser ersten Buy-Box hier oben, innerhalb, also mit diesen Bildern und hier auf der rechten Seite, was macht dieses Produkt, was ist der ultimative Benefit für mich. Hier ist ein kleiner Rabatt. Sorgt natürlich auch dafür, dass mehr Leute jetzt direkt kaufen. Die Informationen auf Lager in 1 bis 3 Werktagen bei dir und in den Warenkorb. Hier ist schon mal sehr, sehr viel Psychology drin. Da hören wir aber natürlich nicht auf. Wir arbeiten mit einer Garantie. Wir wollen das Risiko für den Konsumenten reduzieren, indem dass wir sagen, hey, wenn du nicht happy bist, tausch es einfach um, selbst wenn du es geöffnet hast. Ja, wir glauben natürlich an unserem Produkt. Wir haben ein starkes Produkt. Hat hier zum Beispiel Hello Body gar nicht, ja. Wenn ich das Ding kaufe und es macht nicht, was verspricht, habe ich das Risiko, dass ich 15 Euro rausgeschmissen habe. Hier hast du es nicht. Kostenloser Versand, Social Proof, Inhaltsstoffe auch, einfache Anwendung auch, unser Versprechen auch. So, jetzt kommt aber hier sehr, sehr viel Content, was dazu führt, eine viel bessere Conversion Rate zu erzielen. Dieser Make-up-Ersatz pflegt deine Haut und macht Hautunreinheiten nahezu unsichtbar. Vorher, nachher. Du siehst hier direkt Social Proof mit Slidern. Ja, richtig geil. Vorher siehst du die Pickel, danach siehst du wunderschöne Haut. Kann man hier durchsliden. Baut extremes Vertrauen auf. Habe ich hier zum Beispiel gar nicht. Ich sehe hier gar nichts aus meiner Zielgruppe. Ich sehe hier generische Bilder. Ich sehe hier Produktbilder und ich sehe hier eine Frau, die sich das ins Gesicht schmiert. Ich sehe kein Social Proof, nicht mal in den Bewertungen. Das reduziert signifikant die Conversion Rate. Hier ist es anders. Dann gehen wir darauf ein, die drei größten Benefits. Der Real-Life-Filter für glowy und schöne Haut, Text dazu. Der No-Make-Up-Look für den Alltag. 4 Power-Wirkstoffe gegen deine unreine Haut. Wir wissen, was die Zielgruppe will, und zwar glowy Skin, schöne Haut. Die wollen aber alle kein Make-up mehr, weil das verstopft die Poren und das ist nicht so gut für die Haut, macht alles nur schlimmer. Das wird hier kommuniziert in Form von drei Benefits. Dann hier auch nochmal ein bisschen mehr Benefits, unwiderstehlich glatte und glowy Skin. Ja, super einfach, schnell anzuwenden. 4 kleine Benefits. Dann kommen wir hier ins How-To. Wie geht das Ganze? Ja, in nur 3 Schritten machst du deine Haut ausgeh-ready. Wir demonstrieren das, wie das funktioniert und super schnell und zeigen das Wunschergebnis der Zielgruppe. Das ist so ein bisschen, was sie hier gemacht haben. Ja, und ich sehe sofort einen Vorher-Nachher-Effekt. Finde ich gut, kann man so lassen. Dann zeigen wir das Ganze nicht nur als Video, sondern auch in Textform, weil nicht jeder gerne Videos anschaut und die meisten Leute ja drüber scrollen. Das heißt, erster Punkt, zweiter Punkt, dritter Punkt. So funktioniert das Ganze. Wir sagen den Leuten direkt, wie das funktioniert und demonstrieren das anhand der Bilder. So, jetzt greifen wir nochmal das Thema auf. Was macht uns, also wo unterscheiden wir uns von was anderem? Das kann jetzt hier zum Beispiel Make-up sein. Es kann auch eine andere Marke sein. Es kann eine andere Methode sein. Hier willst du natürlich dem Konsumenten klar machen, warum dein Produkt besser ist und die perfekte Lösung für deren Problem. Social Proof. Verliebe dich jeden Tag mehr in deine Haut. Mit der Cheaty Cream erhältst du endlich die Haut. Lange gewünscht. Über 40.000 Kundinnen sind begeistert. Du willst Social Proof. So, dann haben wir hier nochmal in wenigen Schritten zur unwiderstehlichen Haut. Hier zeigen wir tatsächlich eine Skincare-Routine. Du siehst hier, hier geht es ums Saubermachen, hier geht es um ein Serum, hier geht es um Hydration, hier geht es um den Glow, hier geht es um Kissable Soft Lips. Das heißt, wir
gehen hier an der Stelle drauf ein und pitchen auch andere Produkte. Jetzt haben wir gerade das Bundle out of stock, sonst wäre hier nämlich der Pitch auf das Bundle, denn wir wollen natürlich direkt auch, hier siehst du hier unten, All-Inclusive-Set, gerade die Layla N, dieses All-Inclusive-Set gekauft. So introducen wir quasi ein Bundle direkt auf der Produktseite. Da haben wir hier noch ein paar Hard Facts. Dermatest, cruelty-free, vegan, made in Germany. Noch mehr Social Proof. Ja, wir überschütten die Leute mit Social Proof, um zu beweisen, dass unser Produkt richtig gut ist. Wir geben eine 30 Tage Glowy Skin oder Geld-Zurück-Garantie. Das wird dazu sorgen, dazu führen, dass du einfach viel mehr Produkte verkaufst, weil das Risiko weg ist für die Leute. Okay? Dann arbeiten wir mit häufig gestellten Fragen. Hier ist der Punkt perfekt, wenn man Einwandbehandlung machen muss zum Beispiel. Ja, wenn es irgendwie Unsicherheiten gibt in der Zielgruppe, wenn die offene Fragen haben und sowas, perfekter Ort, um alle Fragen zu beantworten und schlussendlich auch wieder mehr Menschen zu überzeugen. Jetzt kommen wir zu den Bewertungen. Achte hier bitte auf gelbe Sterne. Und hier ist das Tolle, wir arbeiten mit Bildern aus der Zielgruppe, aus den Kundentestimonials, sodass die Kunden sich auch wieder hier in der Zielgruppe erkennen und somit auch wieder mehr Vertrauen aufbauen. Und dann haben wir noch ein Footer. Cool. Du siehst, die Seite ist länger, ist vollgepackter mit Informationen. Das führt aber dazu, dass vor allen Dingen, wenn du eiskalte Zielgruppen ansprichst, beispielsweise über Facebook-Ads oder sowas, dass sie überhaupt auch mal verstehen, um was es hier geht. Du baust Vertrauen auf, du beantwortest die offenen Themen, du überzeugst, du machst klar, was dich unterscheidet, du zeigst Beweise, dass es funktioniert. Und das führt ultimativ dazu, dass du viel mehr Produkte verkaufst. Du siehst also, was man mit ein paar einfachen Kniffen für einen großen Effekt haben kann, um einfach mehr Produkte zu verkaufen, um insgesamt eine höhere Conversion Rate zu bekommen und ultimativ mehr Gewinn am Ende des Tages zu machen. Wenn du damit strugglest oder wenn du noch viel mehr machen willst für deinen Online-Shop, dann habe ich was ganz Besonderes für dich. Und zwar machen wir einen kostenlosen Audit. Ja, wir gucken uns einfach mal an, hey, wo sind eigentlich die Schwachstellen bei dir im Online-Shop und auch im Marketing? Wo kannst du ansetzen? Wo sind diese ganzen Hebel, damit du auf das nächste Level kommen kannst? Wenn dich das interessiert, dann geh mal auf unsere Website ecomhouse.com. Du findest den Link unten in der Beschreibung. Buch dir da einen Call über den großen roten Button, wo wir einfach mal kostenlos eine Stunde in deinen Online-Shop schauen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Erfolg, einen guten ROAS, viele Sales. Bis dahin, dein Daniel. Ciao.